In den späten 1990er Jahren und den frühen 2000ern gab es eine Reihe mysteriöser Unfälle, die immer nach dem gleichen Muster abliefen. Nach einer Party wurde ein Student als vermisst gemeldet und erst einige Wochen oder sogar Monate später treibend in einem Fluss gefunden. Diese Unfälle wurden von der Polizei als Selbstmorde aufgenommen, da es keinerlei Indiz für einen Mord gab. Bis plötzlich an jedem Unfallort ein mit roter Farbe gesprayter Smiley gefunden wurde. Wie bereits erwähnt, streiten sich Experten um die tatsächliche Existenz eines Smiley-Face-Killers. Sie halten Unfälle oder die Existenz mehrerer Mörder für viel wahrscheinlicher. Fragen wirft nur auf, dass das Muster immer das gleiche war. Studenten im Alter von 19 bis 36, die an Universitäten nahe den großen Seen und an der Interstate 94 studierten, werden nach einer Partynacht, in der viel Alkohol floss, als vermisst gemeldet. Ihre Leichen wurden dann meist erst Wochen oder Monate nach dem Tag des Verschwindens in Flüssen, Bächen und Seen gefunden. Auffällig ist auch, dass die vermissten Fälle nur in den Monaten September bis April auftraten. In dem ein oder anderen Fall mag ein Unfall sicher sehr wahrscheinlich sein, aber mittlerweile wurden über 400 Männer auf diese Weise aufgefunden und die Serie der Ertrinkungsfälle reißt nicht ab. Die erste Theorie zu einem Serienkiller kam im Jahre 2008 auf, als die Reporterin Christy Peel zusammen mit einigen Kriminalexperten eine Dokumentation über die seltsamen Vermisstenfälle nahe der Interstate 94 drehte. Diese wurde später sogar mit einem Emmy ausgezeichnet. Die Reporterin spricht darin sogar über eine ganze Smiley-Face-Killer-Gang. Hier wurde man auch das erste Mal auf die Graffitis aufmerksam, die bei einigen Unfällen nahe der Stelle gefunden wurden. Bei anderen war sogar ein Smiley auf die Kleidung aufgenäht, den Freunde und Verwandte noch nie zuvor bei dem Opfer gesehen hatten. So die Meinung von Dr. Maurice Godwin, einem Kriminalpsychologen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 5 alkoholisierte Studenten unter gleichen Umständen auf ähnlichen Routen wandern und dann an einem Flussufer enden, an dem sie danach ertrinken, geht nahezu gleich null. Ein anderer Experte namens John Kelly vermutete, dass die Studenten zuvor mit irgendwelchen Medikamenten oder Drogen ruhig gestellt, anschließend in einer Badewanne ertränkt und danach in den Fluss geworfen wurden. Der bekannte Pathologe Cyril Wecht kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass sich die Opfer hinsichtlich ihrer Statur sehr ähneln würden. Lee Gilbertson, Professor für Strafrecht an der St. Cloud University, fügt noch hinzu, dass die meisten Unfälle mit Todesfolge durch Ertrinken im Sommer bei Sportarten wie Wasserski, Kajak, Kanu und Bootsfahren zu verzeichnen sind und nicht etwa im Herbst oder Winter. Bis heute wurde kein Täter gefasst. Da sich die seltsame Mordserie bis heute über die komplette USA ausgedehnt hat, geht die Polizei davon aus, dass der originale Smiley-Face-Killer entweder nie wirklich existiert hat oder sich längst zur Ruhe gesetzt hat. Durch die riesige mediale Aufmerksamkeit gibt es aber jetzt unzählige Nachahmungstäter, die nach demselben Muster töten. Und da bei dieser Methode so gut wie keine Spuren hinterlassen werden, werden diese auch meist nicht gefasst. Mittlerweile ist diese Welle auch bis nach Europa übergeschwappt. Der englische Smiley-Face-Killer wird The Pusher genannt und ist verstärkt in der Gegend von Manchester unterwegs. Auch in Frankreich fragt man sich schon, ob bei ihnen eine französische Version des Killers aktiv ist, da dort seit 2010 ähnliche Unfälle auftreten. Mittlerweile werden auch in Deutschland vermehrt Jugendliche und junge Erwachsene tot aus Flüssen oder Seen geborgen. Die Polizei ist sich nach wie vor sicher. Dabei handelt es sich nur um Unfälle, die mit dem steigenden Alkoholkonsum junger Menschen zusammenhängen. Nur eines kann sie bis heute nicht erklären. Die Smiley-Symbole, die mysteriöserweise an vielen Unfallstellen und an den Leichen der Verunglückten auftauchen. So, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ja, was denkt ihr? Gab es den Smiley-Face-Killer wirklich oder waren es damals wirklich nur Unfälle und die Nachahmungstäter wurden nur durch die mediale Aufmerksamkeit angelockt? Schreibt es doch in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.